Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von Asterigos Curse of the Stars. Bevor wir loslegen, wieder vielen, vielen, vielen Dank für die rege Teilnahme an dem Let's Play. Vielen Dank für alle, die zuschauen, für alle, die ein Like da lassen, an alle, die einen Kommentar da lassen, die vielleicht ein Abo da lassen. Vielen, vielen Dank an euch alle und ganz besonderen Dank an meinen Supporters Club, an WHDanik939, Thorsten Kieserling, Pestarzt Tümpel, Tajana Imhoff, Andreas Helbig und Sascha Shadow986, denn diese Leute unterstützen meinen Kanal auch noch monetär. Jo, vielen, vielen Dank an euch alle. Jo, bevor wir jetzt hier weitermachen, noch ganz kurz. Ich habe jetzt off-Kamera doch nicht gelevelt, habe aber noch was anderes getestet. Wir machen gerade einen Attributspunkt hier nochmal in Leben. Bringt nochmal 45 mehr Leben. Jo, können wir machen. Dann bin ich so langsam auch zufrieden und dann gehen wir mal Richtung Attack und Arkan und so ein Kram. Müssen wir mal gucken. So passt es auf jeden Fall mal. Ich finde Leben halt super wichtig und bringt bei unserer Skillung halt auch noch mega viel durch die Mine und so ein Kram. Ja, Talentpunkt habe ich mir jetzt nicht angeschaut. Was ich mir aber off-Kamera angeschaut habe, war folgender Fakt. Und zwar habe ich ja vor ein, zwei Folgen behauptet, es wurde mir in die Kommentare geschrieben, beziehungsweise ich habe es vielleicht auch falsch verstanden, dann sorry dafür, wurde mir in die Kommentare geschrieben, dass wenn man stirbt, irgendwie Items verliert. Und das kann ich jetzt so nicht bestätigen. Man verliert nur diese Währung, ne? So weit, so gut. Das war eigentlich auch klar. Oh. Jetzt habe ich nicht genau gelesen, was die gesagt hat. Wir müssen uns reinschleichen, oder was? Oh, da ist denn richtig was los. Sterbe ich jetzt? Passiert da was? Schießen die direkt auf mich, wenn da alle kommen? Keine Ahnung. Wir gucken mal. Schaut jetzt alle weg. Wir sind super stark unterwegs hier und machen den da hier. Super Begleiter, mach alle weg. Ja, also man verliert nur diese Sternit-Dinger da. Also unsere Erfahrungspunkte. Da verlieren wir einen gewissen Teil. Ansonsten ist mir da jetzt nichts Negatives aufgefallen, dass ich da irgendwie verlieren würde. Ja, und jetzt gucken wir mal, dass ich da reinkomme. Ich habe jetzt storytechnisch gar nicht genau aufgepasst. Ich glaube, wir sollen uns reinschleichen oder so irgendwas in der Art. Ja, wenn ich da aufleveln würde, wäre ja auch die Fähigkeit hier stärker. Das wäre natürlich auch interessant. Müssen wir mal gucken, wie viel Damage hier die lodernde Flamme generell so macht. Und, ja. Dann mal gucken, wie viel Damage sie macht, wenn ich auch Fertigkeit noch stärker setzen würde. Unten die ASP, also die Magie-Astralpunkte, kann ich ja auch noch weiter upgraden. Schießen die jetzt mit einer Balliste auf mich? Sterbe ich jetzt direkt? Irgendwas wurde da ja angekündigt. Ich soll irgendwie rechts irgendwo rein, in so ein Gebäude oder sowas. Ist das jetzt hier der Mega-Schleichweg oder was? Was mache ich da gerade? Also ich soll irgendwie rechts rein und dann links hoch und was weiß ich. Oh, da sind irgendwelche Pfeile eingeschlagen. Ich weiß nicht, ob ich da wirklich hin soll, Leute. Werde ich dann einfach umgenuked? Mal kurz gucken, was ich da mache. Hilfe! War das jetzt richtig hier, der Schleichweg? Da waren doch noch ein paar Gegner. Oder kann ich einfach reinmarschieren und es ist völlig egal. Spielt eigentlich keine Rolle oder sowas. Ja, da sind auch noch ein paar Gegner. Kann auch sein. Wir werden es sehen. Da kommt ein Pfeil angeflogen. Ach, schade. Wie weit können die schießen? Gib mir Level-Ups. Traumhaft. Und man müsste auch mal testen, ob unten die Heilung, die ich bekomme, ob die prozentual ist. Dann ist natürlich auf Leben gehen auch heftig, wenn ich durch die Mine immer mein hohes, eh schon hohes Leben immer regeneriere und dann im Verhältnis halt 200-300 Lebenspunkte halt regenerieren kann pro Mine. Anstatt am Anfang vielleicht, was weiß ich, 20 Lebenspunkte oder irgend so ein Quatsch. Müssen wir halt mal gucken, wie das genau läuft. So, hoffentlich mache ich jetzt keinen Fehler da. Ich will jetzt eigentlich ungern sterben, wäre ziemlich dämlich. Weil ich mal wieder nicht aufgepasst habe. So, Legionsstück da. Wunderbar. Gucken wir noch ganz kurz hier oben entlang. Aber das scheint nichts zu sein. Gehen wir einfach offensiv rein. Jo, scheiß drauf, oder? Lassen wir uns mal umballern. soll ich mich noch vorher einmal hochheilen, falls da ein Pfeil angeflogen kommt? Oder eine Balliste oder wie auch immer. Nein! Der Dicke. Oh ja. Okay, wir können... Oh, okay. Ah, darum geht's. So, dann macht mal. Das kriege ich verteidigt. Das ist kein Problem. Das können wir so machen. Hier, Flamme, mach was. Und dann halten wir den Dicken da auch noch fest.
Und dann sieht's richtig kacke für ihn aus. Alter, es ist so heftig. Alter, ist das heftig, oder? Ja, jetzt habe ich zwar einen Pfeil abbekommen, aber was soll's. Noch ein Pfeil. Aber wir haben hier super viel Leben. Machen wir nochmal hier unsere Mine. Soweit wollen sie hier nicht runterkommen. Flamme regelt, würde ich sagen. Ballert da rein. Und dann sterben hier so ein paar Leute hier. Komm, Dicker, was ist? Eiskonzentrat lässt er fallen. Ich laufe einfach mal. Tütüt. Hier bin ich. Sorry. Stirb. Nein. Ich habe keine Ausdauer. Okay, das sind schnellere Schüsse. Oh, und die treffen mich auch. Nein, Moment. Ganz kurzer Moment. Help. Heil dich. So. Okay, lauf, 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 lauf. Wir müssen sie wegminen. So, jetzt hier. Wegminen. Was mache ich denn da? Das ist so schlecht, oder? Jo, es ist schlecht. So, und jetzt hier. Angriff. So, nochmal. Und dann ist einer von den beiden Geschichte. Sehr schön ausgewichen. Oh, oh, ich habe schon wieder kein Leben. Und bin jetzt tot. Ah, ne. Glück gehabt. Oh, diese dummen Angriffe. Was mache ich denn da? So, hier. Ich brauche Heilung, bitte. Das gibt's doch nicht. Was springen die immer weg? Ihr sollt euch von der Mine treffen lassen, mein Gott. Also, wahrscheinlich hat keiner Probleme gegen diese Kackgegner, außer ich. So, und jetzt laufe ich natürlich genau in den Zielbereich der Balliste rein, die mich dann abballert. Nee, alles klar. So, wir haben wieder schön gelevelt. Ja, die Dicken da umhauen macht bestimmt auch Sinn. Da oben drauf springen macht wahrscheinlich keinen Sinn. Hier hochklettern auch keinen Sinn. Sie hält sich auch nicht fest oder so. Was soll das da? Ja, hier, das sind die Ballisten, Leute. Möchte ich jetzt eigentlich sehr ungern abbekommen. Sollte ich nicht irgendwo rechts rein oder sowas? Keine Ahnung. Oder haben die jetzt abgefeuert und sind für mich jetzt ungefährlich? Keine Ahnung, Alter. Wahrscheinlich starb ich jetzt so richtig dumm. Tore des Ruhms. Jo, Balliste, Balliste, Balliste. Okay. Wir sollen direkt rechts hoch, rechts hoch, rechts hoch. Und die Balliste Nummer 1 ausschalten, wenn wir hier reingehen, ne? So war das doch. Ein bisschen aufgepasst habe ich ja doch. So, macht sie fertig. Macht ihn fertig, wie auch immer. Ah, leider kann ich jetzt meine lodernde Flamme nicht rufen, weil mein ASP, also mein Arkanwert, einfach zu schwach noch ist. Der lädt sich zu langsam auf. Ah, da kann die Balliste auch hinschießen anscheinend. Ah, die da hinten, oder was? Oh, keine Ahnung. Ah. Oh, oh. Die sieht rot aus. Nee. Nee, alles klar. Vor jeder Kiste haben wir jetzt Angst. Aber ist echt geil. Spiel macht Bock. Macht einfach Laune. Sternitsplitter. Da weghauen konnten wir ja nichts. Irgendjemand hat mir geschrieben, man kann keine Kisten kaputt machen. Die kann man kaputt machen, eindeutig. Balliste. Autschi. Aber wir halten Ballistenschuss aus, was ja auch schon mal dafür spricht, dass wir irgendwas richtig gemacht haben, behaupte ich mal. So, ich schalte die jetzt mal aus. Hier drin soll das angeblich gehen. Ja komm, bevor die da weiter rumballern, das nervt jetzt. Da, die Kiste hat sich gerade bewegt. Jo, die bewegt sich. Eindeutig. Ich will nicht. Nein. Ach, das so nervt immer. So, hau mal den ersten Soldaten hier weg. Wer macht die Kiste auf, Jungs? Oh, noch ein Fernschütze, Bogenschütze, wie auch immer. Ja, sehr schön, weggesprengt. So, der Magier nervt wahrscheinlich rum. Der interessiert sich aber noch nicht für uns. Oben ist ein Schütze, dort laufe ich jetzt mal hin in meinem Rücken. Sorry, Magier. Sorry, hallo? Moment, ich wollte eigentlich zu dem Schütze, aber da machen wir dich halt so weg, wenn du mich nicht siehst. Adamantsplitter. Wo ist der Schütze? Da war ein Schütze irgendwo. Schütze? Hä? Sollen wir die Kiste gar nicht öffnen und das ist wieder so ein, wie so ein Höllenhund, so ein Secret-Gegner, den man einfach noch zusätzlich machen kann, darf, wie auch immer? Könnte sein, ne? Ja, passiert nichts. Den holen wir aber raus. Den mache ich fertig mit meinem hohen Tanky-Skill da. Was geht denn ab?
Wie kann ich die da oben treffen? Ah, so, okay. Oh, Schütze, ey. Nervt nicht. Na gut, hier haben sie die Gegner nicht gut gestellt für ihr eigenes Spiel, sage ich mal. So, was soll das jetzt hier? Schütze. Ah, da können wir rüberbrettern. So. Macht aber echt richtig Laune, muss ich wirklich sagen. Da können wir wahrscheinlich irgendwo noch runtertroppen und irgendein Secret finden. Ach ne, komm. So haben wir nicht gewettet, Jungs. Sorry, tut mir leid. Hier, heil mich mal bitte. Danke. Ich liebe die Skillung. Die ist so geil. Ich liebe sie einfach. Magie und, nee, Quatsch. Da leuchtet irgendwas. Seht ihr das da an der Wand? Da können wir irgendwas machen. Also hier Minen, Armschienen und Zauberstäbe sind so krass. Ich habe in irgendeinem Test mal gelesen, die wären voll kacke. Ohne Witz, das wurde wirklich so geschrieben. Schwert und Schild und Dolche sind viel besser und was weiß ich. Ich finde die, Leute, zur Kampfkontrolle halt mega krass stark. Hier, das ist ja mega. Heilung und so weiter, alles am Start. Ich sehe da jetzt keinen Grund, nicht so zu spielen. Überprüfen. Oh, soweit, so klar. Prüfliste für die Wartung der magischen Balliste. Gibt es offensichtliche Schäden? Läuft der Transfer astraler Energie problemlos? Funktioniert die Steuerung korrekt? Ist die astrale Energieversorgung ausreichend? Überhitzt die Balliste nach dreiminütiger durchgängender Belastung? Tschüssi. Das da hinten wird noch gezeigt. Wichtiger Gegenstand, Lademodul. Jo, können wir irgendwas aufladen. Das Ding ballert nämlich wie doof rum. Aber ich möchte gern den Gegner da unten noch machen. Nee. Ich kann es immer versuchen, immer mit der Mine zu legen. Aber wie gesagt, war ja eh keiner, der, also kein Mimik. Aber bald sehen wir nochmal einen Mimik, ich weiß es doch. So rein statistisch, zeitmäßig müsste es bald der Fall sein. Hier springen wir rüber. Da müssen wir mit Astralenergie draufballern. Oder geht's auch nicht weiter? Nö, gut, alles klar, machen wir. Astralenergie. Ach Quatsch, was mach ich denn da? Müsste ja so weggehen, ne? Auch mit dem Zauberstab. Genau. Können wir öffnen. Ich guck lieber mal nach. Jo, alles klar. Irgendwas Wichtiges. Gib mir was Wichtiges. Ein schönes Schmuckstück vielleicht. Abschrecklösung. Ah, nice. Um die Waffen aufzuwerten. Wenn ich jetzt hier rüberspringe, bin ich tot. Super Idee. Machen wir doch mal. Ue, nein. Laufen sollst du. Ja, und wie komme ich jetzt zurück, ohne zu sterben? Tolle Idee, Monty. Achso, Moment, wenn ich gedrückt halte und dann springe, geht's ja angeblich. Ich falle ins Nichts. Oh, okay, hat so auch geklappt. Alles klar. So, jetzt sind wir hier oben. Wie gesagt, unten ist noch der eventuell dicke Gegner da. Ach, guten Tag. Sorry, ich habe mich ganz vergessen. Stirb per Astralenergie. Stirb! Was bringt das? Ah, stimmt, das bringt doch ASP-Regenerierung. Irgendwas bringt doch ASP-Regenerierung. Das müssen wir uns... War das Feuer? Ne, Feuer war Ausdauerregenerierung, ne? Muss ich echt mal gucken gerade. Wenn ich da eine Mine löse, Moment mal. Das wäre natürlich krass Amok. Ja, doch, das bringt mehr Ausdauer, oder? Jo. Quatsch, Magie. Astral lädt die... Ah, die Astralmine. Ach, krass. Passt natürlich auch super geil zu der Skillung. Die Astralmine lädt unten meine meine Magiepunkte stärker auf. Dadurch kann ich dann schneller wieder meine lodernde Flamme zünden und kann Damage machen. Jo, ist halt schon geil. Kann man halt auch so spielen. So, was ist mit dem Gegner da unten drin, der uns jetzt platt macht? Das ist ja wohl klar, ne? Trotzdem gehe ich hier auf Eis weiterhin. Das, was ich gerade meinte, ist folgendes. Hier Talentpunkte, dann auf die Mine. Müsste das gewesen sein? Hier, das hier. Ganz locker, Kollege. Ich hab Angst. Nein. So, hier das da.
Feuer regeneriert die Ausdauerpunkte, Eis regeneriert Lebenspunkte, Donner erhöht die Stabilität und Astral regeneriert die Astralpunkte, also jo, die Magiepunkte. Magie regeneriert die Magiepunkte. Jo, alles klar, wir bleiben trotzdem auf Eis, um uns zu heilen. Hau ich mir mal den hier rein. Den machen wir jetzt platt da drin. Geht die Mine hoch direkt? Nee. Alles vermint. Kann ich die so öffnen überhaupt? Muss ich einen Hammer benutzen? Was auch immer da drin ist, ich will's rausholen. Ich will's rausholen, Leute. Aha, kann ich so draufspringen oder was? Nee. Soll ich mal den Hammer holen? Keine Ahnung, vielleicht ist das dann Pflicht oder sowas. Gehen wir mal auf den Hammer. Nee, geht auch nicht. Ich kann keinen aufgeladenen an... Achso, doch, Moment, das kann der ja über seinen Skill, ne? Das war hier dann. Hier? Genau. Ne, da passiert nichts. Okay, schade. Hätte ja sein können. Ach komm, das wäre zu lustig gewesen. Wann kommt das Ding da raus? Irgendwann kommt es ja raus. Das ist ja wohl Fakt, ne? So, wir könnten Stab oder Armschiene hochleveln, ne? Und wir haben die Balliste ausgeschaltet und wir können Otto Bescheid geben und wir können... Oh. Das gefällt mir nicht. Warum war da jetzt so ein Nebel? Gegner? Boss? Wie auch immer? Hallo? Balliste ist ausgeschaltet. Ich habe durch das Fenster eben noch irgendwo... Moment mal, irgendwo habe ich doch eben so ein Teil da gesehen, so ein Speicherstein. War der da hinten? Nee, hä? Wo habe ich denn da hingeschaut? Irgendwo habe ich doch einen Speicherstein gesehen. Habe ich gerade irgendwo noch einen Durchgang vergessen? Klar, ich habe gerade dieses Echo gesehen, gar keine Frage, können wir machen. Mich interessiert das gerade, ich bin doch gerade irgendwo eben hochgelaufen, wo ich so einen Speicherstein gesehen habe. Bin ich bescheuert? Na, Tag auch. Oh, sorry. Okay, ist da ein großer Hund drin oder was? Wird der sauer, wenn man seine Kitties tötet? Vielleicht, wer weiß. Okay. Sorry, Hund. Vielleicht muss ich... Kann ich... Irgendwo bin ich doch entlang gelaufen... War das eine... Hä? Wo habe ich denn das gesehen? Das kann, ich kann doch nicht so verpeilt sein. Doch, ich kann so verpeilt sein. Also ich denke, hier habe ich jetzt nichts Großartiges übersehen, oder? Aber irgendwo habe ich eben rausgeschaut, wo ich ein... War das oben bei dem Lademodul? Habe ich da auf die andere Seite geblickt und habe mir das nur gemerkt? Habe ich hier das Schriftstück überhaupt... Ah ja, genau, das war das mit dem... Irgendwo habe ich doch... Hä? Ich habe irgendwo ein Speichersymbol doch gesehen. Bin ich so verpeilt? Keine Ahnung. Ja, ich muss verpeilt sein. Ohne Ende. Anders ist das nicht mehr zu erklären. Oh. Alles klar. Alles klar. Jo, da heile ich mich mal. Macht ja nichts. Passt schon. Wunderschön. Traumhaft. Lauf weiter. Yay. Das Echo holen wir noch mit. Ja, und dann machen wir in der nächsten Folge weiter. Vielleicht habe ich da hinten ein Echo. Also hier dieses Teil da gesehen. Speicherslot. Oder bei dieser Kamerarundfahrt oder sowas. Keine Ahnung. War da eine Kamerarundfahrt? Bestimmt, oder? Ja. Muss ja so irgendwie sein. Marbles Entscheidung. Jo. Auf jeden Fall. My lord. The city. Chaos and disorder don't even begin to describe it. The city is filled with rapists, murderers, and robbers, as well as slaves who have seized the chance to rebel. If we arrest all the transgressors, we'll have more in the prison than out. Understood. Inform everyone, I am declaring a state of emergency and a call for citywide martial law. Archon, I have no objections, but I'm afraid it will be difficult to
control the entire city with our current manpower. Then start with the Aristoi area and the citizen areas. After that, order the Aristoi to hand in their starlings. The Archon of Civilians has agreed that the stardust the people need must be controlled by the government. Only when we shoulder this responsibility can we save Benethus. Yes, my lord. Martial law will remain in effect until the curse is removed. Everyone should be prepared for the long struggle that lies ahead. We must remain resilient in the face of chaos. This is the moment when Aphis needs us the most. Understood, my lord. It's an honor to fight alongside you once more. Jo, absolut. Ja, sie hat ja noch gesagt, wir sollen Otto irgendwie Bescheid geben. Sollen wir das vielleicht gerade noch zusammen machen, dass wir da einfach mal wissen? Oder ich würde sagen, ich laufe da runter. Warum glitzert das so oder glänzt so, wie auch immer. Ich laufe da runter zu dem und wir machen in der nächsten Folge dann bei ihm weiter. Ich habe schon wieder das Licht ausgeschaltet. Und warum sind hier nochmal Gegner? Ja, ich soll Otto Bescheid geben und hier sind irgendwie nochmal Gegner. Wo kommt denn ihr her? Hallo? Hat das was mit diesem Nebel da zu tun? Ja, am besten. Warum chillen die da einfach so rum? Locker, easy. Gut, die sind schon super lame, ne? Kriegen irgendwie gar nichts gesteckt. So, die Balliste ist ausgeschaltet. Jo, keine Ahnung. Ja, wie gesagt, dann machen wir in der nächsten Folge dann an der Stelle weiter. Mega nices Game, macht nach wie vor Spaß. Ja, vielleicht das mit dem Anschleichen und Mine. Also so manche Sachen sind schon absolut krass OP. Das kann man schon so sagen, aber ich habe nirgends in den Tests davon gelesen. Vielleicht habe ich auch krass was rausgefunden und viele Leute haben nicht mit der Mine da gespielt. Keine Ahnung. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, mit was ihr so gespielt habt. Ich finde die Eismine mit diesem Elementarbooster oder elementare Landmine oder wie es heißt, mega stark. Auch die lodernde Flamme da finde ich mega geil. Habe ich ja kurz mal gezeigt. Die ist halt auch krass. Ja, macht auf jeden Fall richtig Bock und da kann man halt richtig reinbrettern. Ja, dann würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge an der Stelle weiter. Ich wünsche euch was, bis zum nächsten Mal. Ciao.